Oh, what the fuck? Oh. Sommersprossige Fiona. Was ist ihr Name? Mann. Sprossig. Ich glaube Freckle Fiona wahrscheinlich. Freckle Face. We're here to see Usha. Do you know where he is? I think Dr. Johnson is in the computer. Usha. Usha Johnson. Und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie wirkt das rassistisch auf mich. Nice to meet you, Mr. FBI Agent. The computer room is where our employees share a computer. Ah, aber Computer sagt nein. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Sein Name wird manchmal Morgan, wie das deutsche Wort Morgen geschrieben, und manchmal ja, Morgan. Das ist eigentlich wird es Morgan sein. Spielt das Spiel in den 70ern? Ich frage nur, weil die Krankenschwestern so angezogen sind, wie sie angezogen sind. Nee, ich glaube nicht. Okay. Rumors get exaggerated as they spread, even in the countryside. What's that you're reading, if I may ask? A book. Liars. Das ist ein Buch über Pixel. You haven't heard of this yet? Macht it's a recent bestseller mystery. It's set in the U.S., a small traditional North American town close to the Canadian border. Ich hier gar nicht mitspielen. Wie trainiert ein bisschen mit der Hand? Wie geht dieser Schrank auf? Jetzt kann ich auch nicht weggehen, um noch was rauszunehmen, verdammt. Oh nein, es ist ein Mord, in dem genau alles passiert, was in dieser Stadt passiert. Heinous evil still lurking alive. Yes, much like the situation right now here in Greenvale. Fiona, don't say that. Sorry, I shouldn't have said that. With Anna dead and all. Don't worry. Books are written to entertain. Oh, come on. Jetzt muss vielleicht noch kurz offline gehen. What we're faced with here is a terrible crime committed in a real world. Much different from that of a novel. So there's no need to apologize. Thank you, Agent York. Den York. Guten Tag. Ich geh mal da in Stahlrohr essen nur noch. Ich geh mal kurz offline in Yes. Steam, ja. Währenddessen gehen wir ein bisschen Fußball gucken. Oh, das ist wahrscheinlich wieder das Wetter, ne? Ne, ich muss ja hier. Ja, ja. Geht ja fix. Thank you. Ist so schön, wenn jemand eine Nachricht schreibt und du gehst ja, instant offline. Das Kompliment. Ein ernsthafter. War, glaube ich, so wichtig. Gehen wir in den Computerraum. Wir müssen. Usher. Ich glaube nicht, dass der im Englischen so geschrieben wurde, ehrlich gesagt. Ich glaube, der wurde geschrieben wie Usher, der Sänger, R&B-Sänger. Usher. Was macht der Jason eigentlich? Jason Derulo. Guck mal da. Hat nicht gefallen. Die hat nichts mit dem Fall, das weißt du gar nicht. Ja, das stimmt. Am Ende stellt sie raus, genau die ist ja die Mörderin. Dr. Johnson musste im Computerraum sein. Wieso? Was wie, ist wieso denn? Was? Wieso? Ich hab doch überhaupt nichts gesagt. Ich bin neu. Du kommst morgens ins Büro und der Erste, der dich sieht, fragt, wieso? 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 Office? Mal, hier haben sie einfach Türen, die nicht geöffnet werden können, einfach mit diesen Schildern da oben. Ich glaube, an der Toilette stand gerade nicht Men, Plural, sondern Man. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, Man. Einer. Für man. Einen Mann. Hallo. Fire Exit. Ich renne hier einfach mal rum, wa? Klar, was soll passieren? Wo ist der Computerraum? Im Krankenhaus. Geh mit dir hier. Der hat hallo. Keine Verdächtigen. Keine Verdächtigen? Er urteilt da sehr, sehr früh, dass sie nicht oder doch verdächtig sind. Was? Oh. Das ist doch nicht der Computerraum. Das ist ja hier wie Phantom Pain. Das ist die Rotlichtkammer. Im Phantom Pain? Rotlichtkammer. Das ist hier, werden die Fotos entwickelt. Ja, erstmal pennen im Mund. Also, schlafen. Oder kannst du dich umziehen? Umziehen. Irgendwo rasieren? Vielleicht kann ich meine Waffen nach. Was im Krankenhaus halt so geht. Ja. Oh, Computerraum, wo ist er denn? Nope. Okay. Frag doch mal deinen Kaffee. Ja, wenn ich ihn dabei hätte. Du wirst den Computerraum finden. Ach so, einfach da. Wenn es vielleicht da ist. Dort, ganz deutlich im Kaffee. Die Buchstaben C und R. Computerraum. C und R. Da, guck mal, der Computerraum hat eine Schacht gegenüber vom warum, Ex. Warum haben die Schachfiguren Namen? Wir sind nicht in einem. Das ist Resident Evil, Alter. Du brauchst eine jeweils eine Schachfigur, um in den Raum reinzukommen. We couldn't find him. Ah, ich weiß wieso. Fiona needs to check her information. No, I don't think so. Does the doctor like playing games by any chance? What do you mean? Subtil! So subtil! Das war ein richtig guter Gag. And meets the bishop.
knight takes a pawn along for the queen. What does that all mean? It's a simple puzzle. Zach, let's take him up on his challenge. You can do this, right? Ah, okay. König also, ja. zieht am Turm vorbei zum Läuferspringer, bringt den Bauern eine Dame. Einen Dame. Ich hab so ein bisschen... Bringt der Bauern einen Dame. Dame. Ich lese nochmal vor. Die König zieht leid, dass ich am das Turm vorbei zum Läufer. Springer bringt der Bauern einen Dame. Es tut mir leid, dass ich das anders vorgelesen habe. Ich habe manchmal Probleme mit einen Dame, diese Süßigkeit. Ja. Und auch hier wieder der Titel der Folge ist der Bauern eine Springer Dame. Bringt der Bauern einen Dame. Das ist ein Bildschirm, den man mehrere Sekunden und Minuten kann. Jetzt löst endlich das Puzzle. Jetzt bringen deren Bauern eine ich Dame. Ich möchte auch mal wissen, was der Hintergrund ist mit diesem Blau und Weiß und dann in der Mitte ist dieser... Die Sache ist, ich kann man das lösen mit dieser deutschen Übersetzung? Zieht am Turm vorbei. Turm zuerst. Einfach die Reihenfolge, ne? König, Läufer... Soll ich einfach mal in der Reihenfolge, in der die erwähnt werden? Probier's ja, Turm, König, okay, König Läufer. Ist das hier, oder? Ja. König. Ne, ist die Dame gewesen offensichtlich. Oder ist es der Dömig? König. Nein, nicht König. Doch, pass auf, ich mach mal was. Kurz. Was willst du denn? Turm. Das ist doch ein Rätsel. Läufer ist das, ne? Ja. Läufer. Einfach in der Reihenfolge, in der sie genannt werden, hast ja. du gerade? Wirklich? Schachmatt. Das, da habe ich mich gerade... Einfach in der Reihenfolge, in der sie genannt werden? Ja. Wow. Another code? Wow. But there's no way to insert a password. Völlig stunned. Ich bin fassungslos. Man denkt halt so, ja, war nicht mal ein schweres Rätsel. Aber es war überhaupt gar kein Rätsel. Es ist einfach keins. Ich habe mich gerade daran erinnert, wie ich da halt wirklich ewig dran festsaß, weil du halt ein Rätsel lösen willst. Bis ich nachgeguckt habe und da drin stand, die einfach. Sag mal, George, ist Dr. Johnson vielleicht ein bisschen dumm? Habt ihr alle eigentlich seinen Blick gesehen, nachdem der weggeschnitten ist? Ja. Sah es kurz aus, als hätte er eine Zahnspange gehabt. Also Fiona. Die sommersprossige Fiona. Sommersprossiger Agent Morgan. Na. Für den Keller. Herz war wirklich, also, dein Gesicht, Leo, ist war gerade. Ja, manchmal ist es schade, dass wir keine Kamera auf uns gerichtet haben bei sowas, aber größtenteils ist es okay. Größtenteils ist es gut. Wirklich so das Bedürfnis, einfach eine Flasche Wein zu trinken jetzt. Guter Wein mit einem guten Spiel? Nee. Das kann auch aus von mir so ein Tetra-Pack sein für 89 Cent. Vergorene Früchte. Ja, vergorene Früchte würde ich gerne zu mir nehmen. Bei mir geht es schon so eher in die Richtung von hartem Alkohol tatsächlich. Ja, Fange, komm ich nach runter. Aber ich finde, das Spiel verdient keinen harten Alkohol. Ja, Fusel, also der, ja, Fusel, wo du Kopfschmerzen kriegst. Terpentin vielleicht. Wo du gleich erblindest, das ist ein selbstgebrannter Fusel. Ich bring das nächste Mal selbstgebrannten Fusel mit. Dann gibst du Eierbecher und dann wird... Aber ich bin demnächst in meinem Heimatdorf, da kenne ich Leute, die genau das machen. Also selbstgebrannten Fusel? Ja, die haben irgendwie 60% oder so. Ja, wo du direkt nach dem ersten Schluck weißt, die nächsten drei Tage brauchst du nichts mehr planen. Ein- und ausschalten. Hast jetzt die Tür eingeschaltet? Die Kamerafahrt war essentiell für diese Aktion gerade. Ich hätte das sonst Mann, nicht gesehen, nicht Tom. Im Bild ist das musst du zentriert sein. Perfekt im Bild ist es schlimm, was denn jetzt? Wofür war denn jetzt diese Schlüsselkarte? Damit ich hier zu Ascha kann. Ascha. Du, 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 du. Ascha. Du, du. Aber gucken wir erstmal, was hier so drin ist. Eine Leiche. Regale zum Aufbauen von Leichen. Die öffne ich nur, wenn es Zeit ist. Regale! Nur wenn es um ist. Oder wenn es in meinem Kaffee steht. Was sollen wir tun, Zack? Aufmachen. Regale, Leichen, Leichenregale. Ich frage mich, welche Art von Eichhörnchen das ist. Oh fuck, jetzt ist die Tür auf. Leichhörnchen! Ascha! Leichhörnchen! Oh mein Gott, Mats! Ich mach mich kaputt! Ich will auch nur nach Hause! Oh, ich kostet halt $1. Das ist das Schlimmste. Die Kombination aus dem Spiel und Diamant versetzt mich gerade in den Raptor-Modus. Wirklich? Ich überlege, ob wir irgendwas Schlimmeres schon mal hatten. Ja, die vorher halt. Nee, die vorher habe ich, aber. Das ist schnell vorbei. Der wird uns geweigert haben. Du dich vor allem. Ja, mein Körper hat sich verweigert. Ascha. Sorry to keep you waiting. Ascha. Ah, you made it.
Let's get started. Ich komme schon mit einzudenken, dass das ein bisschen rassistisch ist. Ah ja, Asche heißt. Nee. Ich glaube, wenn er jetzt angefangen hätte mit dem Dorf. Ja. Die hat eine fucking Goldkette um. Ja und? Let's stop, motherfucker. Der kann halt kein Schach. I am Usher Coltrane Johnson. Juju! Please call me York. Everyone calls me. Because that's my name. Very well, Agent York. Sein Name ist Frank. Are you a forensic? Mein Name ist Frank, seinen Namen habe ich vergessen. Let's just say I've dealt with corpses before. That battle of wits, by the way. Did you create that yourself? Mm-hmm. I just wanted to see if our FBI agent could handle the task. Ja, das war ein krasser Tag, den du ausgedacht hast. Die schwedische Penispumpe. Diese Kamerarbeit, das habe ich seit... Ja, es ist schräg, oh Gott, wie krass, so gut, ey. Wo ist denn da die Leiche? Battlefield Earth. We need those autopsy results. Oh! Next time, try challenging us without obstructing an investigation. You've angered the monarch. Ich glaube, du bist auch mit Fett eingerieben komplett. Vielleicht nee, hat's geregnet jetzt. Das ist unser öliger Pathologe, ja. Dr. Sons. Ein sehr geschmeidiger Typ. Set of rigor mortis, wie ein Gleithörnchen. The time of death is estimated to be between 20 and 2200 hours. That's still quite early for such a crime to take place. Was? Die meisten rituellen Morde hier in der Gegend passieren so eher um eins. Was? Hier sind die Polizisten. Oh, Jesus. Das ist Maul. Das ist ein bisschen früh. Was? Das ist noch voller Anschluss. Das ist die Frage, die ich habe. Ich glaube, wir haben Max kaputt gemacht. Das ist 20. Wie kann das denn so? Ich will nicht mehr. Oh, wow. Ich glaube, wir brauchen eine Pause. Also spezifisch brauchen wir eine Pause. Aber ich glaube, so ein Lachflash hatten wir auch noch nie. Ja, wir haben schon ein bisschen. Das ist ganz schön früh. Wurde meine Bedding Lab irgendwo aufgeschützt? Ja, ja. Was hat sie denn für Füße? Oh Gott! Sie würde mal hinter ihr tiefer mal runtergehen. From the onset of rigor mortis, the stiffening of the muscles, the time of death is estimated to be between 20 and 2200 hours. That's still quite early for such a crime to take place. Note that there are two exterior wounds, pressure marks around the neck, and a long cut running from chest to abdomen. Blood marks on her right hand tell us she was gripping something round in her right hand. Her skull is also fractured, but that is unrelated to the cause of death. It probably happened to her after she was killed. Now, I first thought death by suffocation due to the marks on her neck. But after further investigation, I now have a different conclusion. The direct cause of death was loss of blood from the wound. Which means? She was cut up while she was still alive. Yes, a sharp knife was used. It was inserted beneath the sternum and then quickly sliced downwards. The excessive loss of blood from her internal organs is what actually killed her.